Ja, hallo allerseits. Freut mich, dass ihr wieder da seid. In diesem zweiten Screencast werden wir schauen, wie wir die Daten, die wir da jetzt runtergeladen haben und kennengelernt haben, formatieren können, konvertieren können, um sie entsprechend in D3.js bearbeiten zu dürfen. Dazu brauchen wir einerseits mal die Plattform convertjson.com und dann werden wir einige Beispiele durchgehen. Wie können Daten von CSV zu JSON konvertiert werden? Von JSON zu CSV, falls man es mal braucht, XML zu JSON und dann noch die ganzen Tabellenformate zu JSON. Von dem her werdet ihr jetzt dann gleich einen guten Überblick kriegen, wie können Daten für D3.js well aufbereitet werden. JSON und CSV, ihr habt schon vielleicht gemerkt, das sind die zwei Formate, die bei D3.js auch entsprechend eingelesen werden können. Also gehen wir mal auf dieses Plattform convertjson.com. Auf dieser Plattform habt ihr eine Auswahl von verschiedenen Konvertierungsmöglichkeiten in dieses JavaScript Object Notation Format und eben auch zurück. Wir starten mal mit CSV zu JSON. Das ist eben ein oft vernutzte Möglichkeit, wie man entsprechend auch die Daten aufbereiten kann. Auf dieser Plattform haben wir den Überblick. Einerseits mal, was kann dieses Tool überhaupt helfen? Welche Arten von Daten können hier aufgenommen werden? Dann, was kann man alles einstellen? Ganz viele Konfigurationsmöglichkeiten und dann noch weitere Informationen, wie Daten von JSON und zu JSON konvertiert werden können. Also, dann haben wir die Möglichkeit, als Input-File einerseits mal eine Datei hochzuladen. Andererseits direkt eine URL einzugeben und von dort die CSV-Daten einzuspeisen. Oder wir können das Copy-Paste hier in diese Box einfügen. Das machen wir jetzt gleich. Wir gehen mal auf die Plattform. Wir gehen mal auf dieses File, das wir vorhin heruntergeladen haben. Abstimmungsarchiv Kanton CSV. Öffnen das Ding mal mit dem Notepad beispielsweise und kopieren dann diesen Text raus in den Browser und fügen das hier ein. Das dauert vielleicht einen Moment, je nachdem, wie viele Daten ihr da kopiert habt. In diesem Fall schauen wir uns das mal an. Haben wir jetzt als nächstes die Möglichkeit, Einstellungen zu machen, wie die Daten gelesen werden. Ihr seht hier, das hat schon analysiert. Wir haben 19 Spalten und insgesamt 1969 Zeilen. Da können wir jetzt sagen, dass eben die erste Zeile sind die Spaltennamen. Wir könnten sagen, es werden die Zeilen abgeschnitten. Wir könnten wünschen, dass die Field Separators manuell gewählt werden, eben nicht Komma, sondern eben beispielsweise Semikolon oder Doppelpunkt oder Tabulator. Wir könnten dann weitere Einstellungen machen. Brauchen wir jetzt alles nicht. Und dann könnten wir Einstellungen machen bei den Output Options, also wie kommen die Daten dann im JSON-Format raus. Da hätte man wiederum die Möglichkeit, einzelne Felder ein- und auszublenden. Wir könnten die ganzen Daten sortieren lassen beispielsweise. Hier sehen wir jetzt alle 19 Spalten aufbereitet. Könnten sagen, dass die Trim Left, Trim Right, dass dort die Leerzeichen abgeschnitten werden oder dass die Werte in Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben oder auch in der erste Buchstabe groß und nachher alles klein drin ist, brauchen wir alles nicht so weit. Dann haben wir da weitere Einstellungsmöglichkeiten. Normalerweise ist das eigentlich alles gut, so wie es jetzt eingestellt ist. Also testen wir noch das Ding mal. Generate Output im fünften Schritt. Convert CSV zu JSON. Mal schauen, was da passiert. Der rechnet sich da quasi jetzt diese Zahlen, also diese Daten, diese Strings um. Und da siehe da, alles aufbereitet, schön aufgeführt. Ihr erinnert euch, JSON ist das Format, wie im JavaScript Daten aufbereitet sind. In JavaScript sind ja die Arrays in so eckigen Klammern und dann die Objekte in geschweiften Klammern. Also es sind das hier eben eine Reihe von Objekten innerhalb von einem großen Array. Die Spalte ist in dem Fall in JSON jeweils als einzelne Name-Value-Pair aufgeführt. Also wir haben jetzt hier beispielsweise den Abstimmungstag, als diese Abstimmung stattgefunden hat, Doppelpunkt und dann kommt der Wert, eben dieses Datum vom 10. März 1831. Und dann kommen die einzelnen Spalten.
jetzt in diesem Fall eben als jeweils einzelne Zeile und beschreiben dann, was das, diese Abstimmung für Eigenschaften hatte. Dann haben wir beispielsweise hier, ist es dann abgeschlossen, der erste Datensatz, die erste Zeile, und dann kommt die nächste Zeile vom CSV und auch hier wiederum ein neues Objekt, Abstimmungstag und die Daten aufgeführt. Und mit diesem Inhalt können wir jetzt entsprechend diese wieder kopieren oder einfach auch runterladen und haben dort ein sehr schönes JSON-File, mit dem wir dann entsprechend im D3JS-Programm direkt weiterarbeiten können. Wenn ihr das öffnet, wie gesagt, auch hier habt ihr quasi vorhin CSV und jetzt JSON-Format. Was auch sehr praktisch ist auf dieser Plattform, dass die nicht nur einfach blindlings jede einzelne Zeile nimmt und dann einzelne Objekte daraus macht, quasi flat, sondern sie können auch hierarchisch die Daten strukturieren. Ihr müsst euch bewusst sein, eben bei CSV sind jeweils die Zeilen, wie gesagt, ist jede Zeile ist ein Datensatz, wohingegen bei JSON können diese einzelnen Objekte auch verschachtelt sein. Und das lässt sich mit diesem Tool auch sogar nachbilden. Wir haben jetzt hier ein Beispiel, wenn ihr auf Example drückt, ein Beispiel von drei Datensätzen. Und da sind die Spalten so getrennt, dass dann Name-First, Name-Last auch das aufgeführt wird. Und wenn ihr jetzt hier den Output mal anschaut, was da generiert wird, seht ihr, dass das nicht nur einfach aufgelistet wird, so blindlings, sondern das wird jetzt hier tatsächlich geschachtelt. Also der schräge Strich nach Name wird jetzt quasi in First und Last aufgeteilt. Und das Rating hier wird jetzt so gemacht, dass dann die einzelnen Rating 8, 9, 8, 7 und 9 aufgeführt werden, ohne dass nochmal der Value, der Name erwähnt wird. Also da wird direkt ein Array gebildet. Und da könnt ihr auch noch umstellen, könnt zum Beispiel sagen, dass ihr nicht nur JSON wollt, sondern dass ihr Keyed JSON wollt, dass das dieser Datensatz oder jedes Objekt eine Nummer hat. Hier ist es 1 eingefügt, dann da oben 2 oder hier beispielsweise 3. Ihr könnt sagen, dass das CSV in einen simplen Array aufgeführt wird. Auch das ist in dem Sinn JSON. Es ist einfach eine andere Art, wie dieses JSON-Objekt strukturiert ist. Oder ihr könnt dann noch eine dritte Variante machen, dass ihr wirklich hier macht das quasi blindlings. ID ist 1, 2, 3. Name ist dann, das sind dann diese Spalten-Arrays. Also das sind alles JSON-Objekte nachher, aber in, wie gesagt, unterschiedliche Art. Das sauberste ist eben da vorne, weil dann eben auch die Daten sehr sauber strukturiert sind. Gut, jetzt für den seltenen Fall, dass ihr mal eine JSON-Datei habt und die in CSV umwandeln wollt, könnt ihr natürlich auch das machen, wenn wir jetzt diese Datei runtergeladen haben, und wir können es auch umgekehrt machen. Wir kopieren jetzt einfach diesen Text hier und gehen mal oben schauen. Wir haben da die Möglichkeit, jetzt hier JSON zu CSV umzuwandeln. Also klicken wir da drauf, geben jetzt hier entsprechend das JSON-File ein und generieren dann sehr direkt das JSON zu CSV. Also so können aus den bestehenden JSON-Files auch wieder CSV-Dateien generiert werden. Den dritten Fall, wenn ihr ein XML-File habt und aus diesem XML-File ein JSON generieren wollt, auch das ist möglich. Dann müsst ihr logischerweise auf XML zu JSON gehen. Wo ist denn das genau? Hier XML zu JSON. Drückt ihr darauf und da habt ihr wiederum die Möglichkeit, den Input zu wählen. Da werden wir jetzt wieder rückgehen, mal schauen, was wir da hatten für diese Schwimmbäder. Öffnen das Ding mit dem Notepad, wählen quasi dieses XML-Dokument aus und dann fügen wir es ein, hier, wo es heißt XML-Data. Und auch da können wir jetzt wieder Beispiele auswählen, machen wir nicht. Wir nehmen jetzt direkt XML zu JSON und da sieht man direkt auch XML selber, das ist ein hierarchisches Dateiformat. Auch hier hat man verschachtelte Datenelemente und das bildet sich 1 zu 1 ideal in JSON um.
Also, dass man hier quasi die Badinformationen schön gruppiert hat und dann quasi pro Schwimmbad, wie gesagt, die Angaben hat, wo quasi diese Location ist beispielsweise und wie lange das sie offen haben und so weiter. Und auch das können wir runterladen und haben entsprechend ein JSON-Format aus dem CSV generiert. Und den letzten Fall noch, wenn wir eine Tabelle haben, beispielsweise eben ein ODS oder eine XLSX, ein Excel-File, hier müssen wir verständlicherweise noch etwas bereinigen, überlegen, wie könnte man die Daten etwas aufräumen, also wir löschen dann irgendwelche unbenötigten Metadaten und schauen mal, wie könnte man die Daten strukturieren, damit sie gut verarbeitbar sind. Also wir räumen da auf, wie gesagt, so, und überlegen uns mal, ja, wie könnte man diese hier besser darstellen. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man entsprechend etwas Handarbeit machen. Also man hätte dann hier beispielsweise über die einzelnen Spalten, muss man schauen, jetzt in Prozent, in Franken, das mal wahrscheinlich am besten hinschreiben oder in den Dateien dann berücksichtigen. Nehmen wir einfach mal einen Ausschnitt. Wenn wir da einen Ausschnitt davon nehmen, haben wir entsprechend die Möglichkeit, das etwas abzukürzen. So. Also nehmen wir jetzt mal nur das obere Ding, Arbeitseinkommen und Frankenbetrag. Also können wir das Ding mal weglöschen. Wir nehmen jetzt entsprechend das Bruttoeinkommen beispielsweise. Ihr redet euch CSV oder JSON hat gerne, wenn die Spalten die Namen sind. Die erste Zeile, also kopieren das mal rein. Brutto Einkommen lediger. Das Französische brauchen wir jetzt mal nicht. Hier in Franken. Und dann haben wir lösen wir das mal noch auf, dass diese Spalten nicht verbunden sind. Können dann entsprechend da ein bisschen säubern und hier löschen und dann noch das Arbeitseinkommen nach oben holen, so und so und so und so und so und dann noch die letzte Spalte Also ich habe das dann ein bisschen gesäubert. Ihr müsst natürlich da überlegen, was könnt ihr die Daten wie zusammenfassen, damit das Sinn macht. Also hier, wie gesagt, das Ziel ist es, dass ihr eine sehr simple Tabelle kriegt mit Überschriften und quasi den einzelnen Datenwerten. Das könnt ihr dann entsprechend speichern und eben jetzt auch bei Excel kann man das entsprechend als CSV abspeichern. Sehen wir das? Speichern unter. Aber die Möglichkeit, dann entsprechend das CSV-Format auszuwählen und dort die Daten zu exportieren. Und wenn wir jetzt die Daten exportiert haben, speichere ich das Ding noch nicht, öffne ich das Ding jetzt wieder mit Notepad. Das hat es jetzt einigermaßen korrekt kopiert und können es jetzt entsprechend nicht mehr, müssen wir wechseln zu CSV zu JSON, das was wir schon gekannt haben, und von diesem CSV-Dokument könnten wir dann entsprechend die Daten zu JSON formatieren lassen. Also das Ziel muss sein, jeweils aus den Tabellenformaten CSV zu extrahieren und dann seht ihr hier, könnt ihr das Ding formatieren. Jetzt seht ihr hier, wie gesagt, diese Zwischenräume, das ist nicht so schön. Das könnte man bei den Output Options noch aufräumen lassen. Man kann eben die Werte, die Leerzeichen löschen lassen und dann nochmal Convert drücken. Jetzt immerhin, das hat es schon gemacht. Wie wir den hier jetzt noch wegkriegen, das müssten wir noch ein bisschen ausprobieren. Also wichtig ist sicher, dass ihr das für JSON, für das D3.js nachher noch die einzelnen
Zahlen formatiert, damit sie auch richtig erkannt werden im JavaScript. So, und das wäre es dann soweit. Ihr habt jetzt gelernt, aus den verschiedenen Datenformaten hin und her zu konvertieren. Alles eigentlich mit dieser Plattform convertjson.com, praktisches Tool zum Datenformatieren. Jetzt, wo die Daten bereit sind, werden wir im nächsten Clip schauen, wie können einzelne Snippets von D3.js dann gewählt werden, um eine schöne Darstellung generieren zu können. Dann bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Tschüss.